Herzlich willkommen zu unserem kleinen Tutorial, in dem wir uns mit den Eigenschaften von Faktor Skylines beschäftigen wollen. Mit Faktor Skylines lassen sich die Eigenschaften von Aktienportfolios im Zeitverlauf grafisch darstellen. Hier sehen wir zum Beispiel ein Portfolio, das auf den Faktor Bewertung getrimmt wurde. Die Bewertungsbalken sind deshalb die gesamte Zeit hoch und dementsprechend attraktiv ausgeprägt. Wenn wir uns das Video jetzt gleich einmal anschauen, kann man allerdings erkennen, dass die anderen Faktoren zum Teil nicht so attraktiv ausgeprägt sind. Ähnliches können wir zum Beispiel auch beobachten, wenn wir uns zum Beispiel ein Minvol-Portfolio im Zeitverlauf angucken. Hier sieht man, dass vor allem Bewertung und Größe im Zeitverlauf immer wieder sehr unattraktive Eigenschaften aufweisen, während zum Beispiel Profitabilität eher überdurchschnittlich attraktiv ist. Was passiert jetzt eigentlich, wenn man diese auf einen Faktor getrimmten Portfolios zu einem gleichgewichteten Portfolio zusammentut? Man sieht, im Zeitablauf verändern sich die Faktoren ja alle sehr unstetig und das führt dazu, dass natürlich dieses Profil, was wir erzeugen, sehr, sehr ungleichmäßig im Zeitverlauf aussieht. Auch hier fällt der Faktor Bewertung auf, der im Zeitverlauf eher unattraktive Eigenschaften aufweist. Dabei ist eine homogene und gleichzeitig attraktive Faktor-Skyline im Zeitablauf durchaus darstellbar. Dafür benötigt man komplexe Mathematik, die dafür sorgt, dass die Faktor-Exposures zueinander gleich ausgerichtet sind. Wir schauen uns das hier einmal an. Im Gegensatz zu dem vorherigen Video, in dem wir die auf jeden einzelnen Faktor getrimmten Portfolios zu einem gleichgewichteten Multifaktor-Portfolio kombiniert haben, sehen wir hier eine sehr homogene und gleichzeitig attraktive Faktor-Skyline. Auf der folgenden abschließenden Folie haben wir noch einmal die wichtigsten Punkte des Videos zusammengefasst.